Herzlich willkommen zum Zimmerduell, heute mit Jule. Hallo. Hallo. Und Marina. Achso, muss ich Hi sagen. Hi. Hallo. Und dann kommen wir zur ersten Frage. Wer von euch beiden ist eine echte Putzfee? Echt, ja. Also, man könnte ja sagen, nur wer mehr putzt. Eine Überanspielung, ja. Echte Putzfee, als ob ich eine Putzfee bin. Wer kann ohne sein Handy nicht leben? Jule, sei ehrlich. Nächste Überanstimmung, sehr gut. Ja. Ist das dran oder ist das einfach nur bei euch beiden? Was? Du bist auch am Handy oft. Findest du? Im Vergleich zu dir? Ja, ich bin schon mehr. Aber noch nicht angewachsen, ja. Nee. Was ist mit? Wer ist Papas Liebling? Sehr gut. Oh! Gut. So, nächste Frage. Wer wird ohne Kaffee nicht munter? Nächste Übereinstimmung. Das liegt daran, weil sie nicht so viel Kaffee trinkt. Ich trinke keinen Kaffee, wir sind so unterschiedlich. Ja. Okay. Na gut, wenn man keinen Kaffee trinkt, dann das ist die Frage einfach. Wer ist die ungeduldigere von euch beiden? Nächste Übereinstimmung. Ah! Gut. Wie zeigt sich das? Oh. Das macht die Erfahrung, die Alterserfahrung. Die Routine. Ja. Wer geht öfter zum Buffet? Klasse. Nächste Übereinstimmung. Wen kannst du dir eher bei der Bachelorette vorstellen? Nächste Übereinstimmung, sehr gut. Ja. Es gab nur eine Möglichkeit. Wer ist schlau wie Schlumpf und weiß alles besser? Jetzt wird es allmählich unheimlich. Die nächste Übereinstimmung. Ja. Das ist nicht schlau. Das ist die Erfahrung. Ja, eigentlich sind wir gleich schlau. Aber man muss sich ja entscheiden. Das hat ja nichts mit schlau in dem Sinne zu tun, sondern besserwisserisch ist ja eigentlich der Hintergrund. Oh, scheiße. Jetzt bin ich richtig unbeliebt. Scheiße. Okay. Wer von euch beiden ist organisierter? Nächste Übereinstimmung, sehr, sehr gut. War das ähnlich wie beim Kaffee eine einfache Entscheidung? Das war die, ja. Ach, das ist einfach so ein Grundtyp. Das ist der Grundtyp. Wer ist blauäugiger? Weil du mich... Oh, nee, stopp! Weil du mich auch nicht sollte ich mal sagen. Ja, dann ist es eine Übereinstimmung. Ja. Das liegt an der Erfahrung. Du scheinst ja sehr viel mit Erfahrung zu machen. Sehr Erfahrung. Hast du überlegt? Ja, manchmal. Finde ich das auch ganz gut. Wer ist schneller eingeschnappt? Oh. Respekt. Nächste Übereinstimmung. Ich habe mir gedacht, dass du mich nimmst. Wie zeigt sich das? Gar nicht. Ich habe einfach nur erraten, was du willst. Ich glaube, mir ist einfach mehr egal. Ja, ich bin eigentlich nicht schnell eingeschnappt, aber eingeschnappt ist eigentlich ein böses Wort, finde ich. Wer ist kreativer? Oh, Chef. Warte mal, ich hab... Du reagierst auch direkt, ne? Ja, du so. Du hattest eigentlich dich. Ich hatte mich? Ja. Ja, komm. Erster Fehler. Wir können erster nicht. Erster Fehler bei Frage 12 ist verschmerzbar. Okay. Wer ist die Queen auf dem Dancefloor? Ja, jetzt seid ihr wieder in der Spur. Ach, du machst das mit Bex zusammen. Wer verlässt immer als letztes die Party?
mal nichts Falsches da. Auch keine Übereinstimmung. Mach doch nichts Falsches! Ja, wann bist du denn mal später gegangen als ich? Wir waren noch nicht feiern zusammen. Was ist mit Halloween? Da warst du weg. Oh, ja, ja. Oh. Was ist mit... Was ist mit EM? Da war ich diejenige, die komplett durch war. Du warst irgendwann weg. Okay. Mehr Partys hatten wir auch noch nicht zusammen, glaube ich. Oder? Mit Glück gibt es ja vielleicht noch ein oder andere. Halloween, EM. Mehr hatten wir nicht. Ja, okay. Also wir sprechen halt von Partys, wir sprechen nicht von täglichen Abenden. Ja, ich letzte Frage. Das war mir noch nicht. Das kannst du ja gar nicht beurteilen. Nein. Stimmt. Letzte Frage. Mhm. Wer ist kitschiger? Könnt ihr mal bitte kurz die Dinger da unten aufnehmen? Ja. Ja, was ist das denn? Ach so, das meintest du, jetzt verstehe ich. Ja, ich weiß, aber jetzt beantworte mal die Frage, wer ist kitschiger von euch beiden? Ja, aber... Du willst das einfach gar nicht anziehen, solche Schuhe. Das ist Style, ne? Also, nee. Ja, aber das ist ja nicht kitschig, das ist... Ich finde es einfach ein schöner Schuh. Ja. Mit Kitsch dran. Kitsch. Ja, wir haben das ist Style. Heutzutage ist das nicht mehr kitschig, heute ist das Style. Kommt immer auf die richtige Antwort an. Dann sage ich vielen, vielen Dank fürs Teilnehmen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wünsche euch noch weiterhin viel Spaß im Trainingslager. Danke.